Willkommen zurück zur Pokémon Weiß Nuzlocke. Wir sind hier auf der Route Nummer 3, nachdem uns letzten Part Sharon uns angesprochen hat und hingewiesen hat, dass wir hier im hohen Gras zwei Pokémon antreffen können zurzeit. Wollen wir heute ja irgendwo nach Septerna City kommen. Und ich habe da nebenbei mal ein bisschen auf Twitter rumgefragt, hey Leute, habt ihr vielleicht ein Thema? Und das Thema, was mir vorgeschlagen worden ist, ist Vorurteile. Es ist ein heikles Thema. Aber es ist ein Thema, was man gut ansprechen kann, vor allem in Pokémon. Denn, während ich mal kurz in den Doppelkampf hier reingehe, gegen einen Düsselgur und einen Nagelotz, man sieht es vielleicht vielen Pokémon nicht an. Aber selbst Pokémon, wo man sagt, oh, das ist bestimmt nicht gut, die können extrem bösartig gut werden. Seht ihr das kleine Kiesling hier an? Das kleine Kiesling da vorne. Gesteintyp. Ah, das hat eine hohe Verteidigung. Vorurteil. Man weiß es nicht, man kann es nur vermuten. Und während man ein Vorurteil hat, kann man entweder richtig liegen oder falsch. Das heißt nicht, dass nichts richtig ist und nichts falsch. Also, man muss es schon fangen, sich mit ihm anfreunden quasi, um es herauszufinden. Auch wenn bei einem Pokémon im Pokédex drinsteht, es ist das schnellste Pokémon der Welt. Es kann von der Initiative her theoretisch das langsamste sein. Siehe zum Beispiel, na wie hieß es noch gleich, Carvalanzas. Das Ding ist sauschnell, wie eine Rakete. Aber im Endeffekt, das ist eine Basisinitiative von 30. Das ist teilweise nicht so toll. Aber bevor ich mich jetzt totquatsche hier über Vorurteile, und da kommen wir noch bald irgendwie vielleicht zu einem anderen Pokémon, was ich ins Team aufnehmen werde, muss, eventuell. Hauen wir erstmal die beiden hier um und gehen mal wieder aus dem Gras raus, weil das Gras hier ist schrecklich. Auch wenn die Pokémon ziemlich gut sind vom Level her, wo man gut trainieren kann. Wollen wir mal schauen. Und zwar wollte ich mal kurz über das Team rübergehen. Im letzten Part haben wir nämlich Gebra gefangen, unser Kiesling. Es ist weiblich, sonst hätte ich vielleicht Gebirges genannt. Haha. Wegen Signatur-Pokémon. Es ist mutig. Und wir haben es gefangen, obwohl wir einen Schutz drauf hatten. Das ist nicht so toll gewesen mit dem Schutz. Ich wollte nämlich eigentlich ein... Na, wie heißt das Ding noch gleich? Wie heißt denn das? Nicht Stalobor, Rotomurf. Leider haben wir nichts gekriegt. Dafür haben wir ein gutes Wesen bekommen. Mit plus Angriff und minus Initiative. Also das Optimum. Wenn man das mit Gyroball spielen mag. Was man theoretisch kann, glaube ich. Kann man das? Ich glaube, man kann das sogar spielen so. Und es hat Robustheit, heißt, es kann nicht von einer Attacke allein gekillt werden. Es sei denn, es ist eine Link-Attacke. Sowas wie Doppelkick. Nee, Doppelkick ist doof. Dann haben wir noch, ups, Klötzchen, haben wir auch schon einen Einsatz gesehen. Unser Nagelotz. Wo ich eigentlich gesagt habe, das Ding ist nicht so gut, aber wenn man dann das einmal trifft und das Ding mit Tackle 15% der HP weg, ist das schon ein bisschen angsteinflößend. Vor allem wegen den großen Augen und es hat Scanner, was ziemlich cool ist gegen so Sachen wie Geduld. Vegibang, unser Vegimak, mit einem ziemlich ausgeglichenen Wertepool. 20, 20, 20, 20 und Angriff ist nur bei 15. Und wir haben nur physische Attacken. Das ist nicht so gut. Unser Schnitz, unser Floink, Tackle, Nitroladung, Glut und Einigler. Nitroladung ist besser als Glut, hat einen höheren Angriff und Step und ist sogar noch drauf fixiert auf den Angriff, der ein bisschen höher liegt, was nicht schlecht ist. Und erhöht noch die Initiative. Kann aber leider nicht verbrennen. Man könnte zwar sagen, hey, Glut ist speziell, es kann verbrennen, aber es ist ein Vorurteil, weil Nitroladung erhöht die Initiative gleichzeitig. Also, und natürlich haben wir noch Matisse. Matisse ist unser Fililu mit mäßigem Wesen, was ich am ehesten auswechseln würde, weil es uns absolut nichts bringt. Leider. Weil mäßiges Wesen ist nicht so toll. Ohne Spezialattacken. Und Düsselgurt, unser Kurt. Also, ich nenne es nur noch Kurt. Mit, naja, sanften Wesen.
Windstoß, Kraftschub, Silberblick und Ruckzuckhieb. Mein Mann sieht dem Ding an, das ist eine Taube. Es könnte speziell angreifen. Hat einen höheren Angriff, einen viel höheren Angriff. Wie auch immer man da drauf kommt, ich weiß es nicht. Ich will es aber mitnehmen und erstmal die erste Stelle packen, um es ein bisschen zu trainieren gegen die Trainer hier. Und zwar gegen diese Trainerin. Hallo! In der Strategie des Trainers können auch untrainierte Pokémon im Kampf ihre Stärken zur Schau stellen. Das ist wahr und das passt eigentlich ganz gut zum Thema, zum Thema Vorurteile, was mir vorgeschlagen worden ist. Nein! Leni mit ihrem Pflegknäuel. Pflegknäuel, in Anführungszeichen das Zubat dieser Generation. Ist nicht allzu schlimm, oder allzu häufig anzutreffen, aber wow. Bye bye, Kurt. Holy fuck, Aroni. Das muss weg. Hast du schon? Ja, du hast Raub. Matisse, komm mal eben raus und fängt mal eben die sehr effektiven, oder die Psychoattacken ab, da es dagegen immun ist. Oh, verfluchter Kackdreck. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich habe es unterschätzt, weil ich einen kleinen Vorurteil dagegen hatte, weil ich gerade im Sprechen war. Mimimi. Scheißdrecksvieh, ist doch nicht wahr. Wow. Dann war es natürlich noch ein Volltreffer. Also, geht's übler? Ich glaube nicht. Alter Schwede, ey. Schick jetzt mal Gebra rein. Gebra zwar nicht die höchste Spezialverteidigung, bei weitem nicht, aber es ist so gut wie im unempfindlich gegen Windstoß und hat noch genug KP, um das Ding von der Konfusion, naja, einzustecken, hoffentlich. Hoffentlich. Oh Gott. Heilige Scheiße, das ist unser erster KO. Oh, das Ding hat überlebt. Oh oh. Oh oh. Das ist nicht gut. Nein. Hast du Ruckzuckhieb? Nein. Hast du Ruckzuckhieb? Nein. Wer hat Ruckzuckhieb? Nur Düsselgurt. Nein. Oh oh. Machen wir einen YOLO-Move. Ich sage, es geht auf Konfusion. Das kann Vigibank aushalten. Und durch seine hohe Initiative kann Vigibank. Das ist nicht wahr! Das ist nicht wahr! Oh. Oh. Komm, jetzt kommt ein Windstoß. Alter, dieses Pflegknäuel. Alter Scharede. Noch eine Konfusion. Ich hätte jetzt nur mit dem Windstoß gerechnet. Okay. Hau das Ding weg. Jetzt kommt der Windstoß. Ich sag mal, ich hätte es gerne im Team gehabt. Ich habe es beim ersten Durchspielen im Team gehabt. Und mit seiner Typenkombination Psycho und Flug haut das so viel in Pokémon einfach so in die Fresse. Das ist unser eins. Naja, das ist unser Pokémon quasi mit einem Schlag getötet hat. Wahnsinn. Hätte ich ihm nicht zugetraut, dass das jetzt so eiskalt macht. Vor allem, es war ein Volltreffer, das ist nicht so toll. Ach, so ein Dreck, ey. Jetzt muss ich jetzt zurückrennen zum Pokémon Center. Unser... Welches Pokémon war das denn jetzt eigentlich? Genau, unser Düsselgurt. Das war das vorletzte Gefangene. Unser fünftes Pokémon. Freilassen. Oder in die Box ablegen. Und das alles nur, weil dieses bekloppte Pokémon mit einem Volltreffer... Was hat ich... Was, ich wette, es hat 100 Pro irgendwie 31 DV... auf den Wert gehabt und ein mäßiges Wesen. Drecksvieh. Aber dass dann die Kopflos nicht ausgerechnet hat. Moment. Wie viel Angriff hast du? Du, hier, du. Wie viel Angriff? 26. Kopflos hat eine Stärke von 70. Ich glaube irgendwie nicht, dass er das nicht umgebracht hat. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Hätte ich nicht erwartet, muss ich sagen.
Benennen wir eben noch die Box um und dann gehen wir weiter, weil ich will endlich aus der blöden Stadt hier raus. Komplett raus. Das ist die Totenbox. Moment. Tote Dudes. Tote Dude. Genau, tote Dude. Unsere toten Dudes. Das kam wirklich unerwartet, muss ich echt sagen. Krass. Krass. Mal im Ernst, krass einfach. Wollte eine kleine Runde aufnehmen. Bisschen labern nebenbei. Und dann BÄM. Einfach weg, einfach BÄM. Drexy. Außerdem wollte ich gerade noch aufs Fahrrad steigen, was ich nicht habe. Warte mal kurz. Gibt's da oben vielleicht ein verstecktes Item oder so? Scheint mir so auffällig zu sein hier hinten. Hab ich hin nachgeschaut. Nicht? Es ist so auffällig, aber irgendwie ist da doch nichts. Ich verstehe es nicht. Spiel verarscht uns wieder. Ah, hört ihr eigentlich wieder die Trommeln? So, gehen wir mal ins Gras hier. Da müsste nämlich ein Item liegen, was ich ganz gut gebrauchen kann. Und ich möchte am liebsten jetzt, ja, Klötzchen trainieren. Wobei... Trainieren wir Gebra. Weil wir es können. Oh, schon wieder ein Yorkleff. Ich bin auch traurig, weil ich keinen Yorkleff bekommen habe. Mano. Hauptsache, das haust du mit zwei Attacken weg, aber das komische Pflegknäuel, was auf 25% KP rumhängt, das haust du nicht weg. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe dich nicht. Das ist so ein Drecks hier aber auch. Oh. Oh. Es ist nur ein C. Warum ist ein EDC-Bar? Ich mag keine EDC-Bar umhauen. Ich mag die Dinger. Eines der wenigen Pokémon der fünften Generation, die ich wirklich mag. Auch wenn es nichts wirklich großartig Gutes lernt. Per Level, aber ich mag es einfach vom Aussehen her. Es ist so komplett unerwartet in der. Naja, in dieser Zone. Vor allem am Anfang. Da kriegt man so ein fettes Elektro-Pokémon. Was man nicht erwartet. Einfach so in den Weg gestellt. So ein Elezeber. Finde ich nett. Was ich nicht nett finde, sind diese komischen scheiß Nagelots, die mir auf den Nerven gehen. Ja. Hau es weg. Hau es einfach weg. Aua. Reichen zwei? Oh, es reicht einer. Volltreffer. Eieieiei. Aber ich habe der Person auch schon gesagt gehabt, von wegen sowas wie Vorurteile für ein Pokémon-Let's Play, da ist kein gutes Thema in dem Sinne. Deswegen habe ich es auch nur ein bisschen angeschnitten gehabt. Ich habe auch eben gesagt, von wegen, das ist eher so ein Thema, was man in ein podcastiges Projekt reinbringt. So wie Gronkh früher bei Minecraft. Wofür Minecraft einfach perfekt gemacht ist. Oh, Scanner, ey. Aber, naja, ich kann verstehen, dass man darüber sprechen will, aber in der heutigen Zeit, oder in der momentanen Zeit, wo halt so viel los ist mit Vorurteilen, Flüchtlinge, Hass gegen alle möglichen Sachen, was es nicht alles gibt, Flüchtlinge gegen Religionen, die Leute aus Regionen, bisschen nicht so toll. Nicht so tolles Thema. Oh, nö, nicht dein Ernst.
Von allen Attacken, die du dir klauen kannst, nimmst du dir Geduld. Huiuiuiui. Level 14. Felswurf. Oh, Step. Nice. Felswurf. 25 Stärke. Trifft 2 bis 5 Mal. Step-Attacke. 90 Genauigkeit ist zwar nicht so geil. Aber es ist wesentlich besser als Tackle, weil wir Kopfnuss haben. Und das heißt, wir haben jetzt irgendwas, um irgendwelche blöden, beschissenen Dusselbu aus der Luft zu holen, die uns abwerfen wollen. Weh. Drecksviecher. Drecksviecher. So. Hier im Gras, also in dieser Grasfläche, habe ich, by the way, zum allerersten Mal, na, wie heißen die Dinger, Ordos getroffen. Ist mir da zum allerersten Mal aufgefallen, dass das Gras, ja, wackelt. Felswurf. Weg mit dir. Nett. Und hab dann gemerkt, boah, die geben Erfahrungspunkte. Das ist also ein guter Spot, um EP zu farmen. Weil man auch ganz gut hin und her laufen kann. Pipa und Po. Da ist dieses Dusselgur, was ich unbedingt umhauen mag, jetzt momentan mit Felswurf. Obwohl ich gerne auch so ein blödes Filet-Knoll irgendwo einfach umhauen möchte. Oh, verfehlt. Ruckzucki. 3 Schaden. Felswurf. Zählt es als One-Hit-KO, wenn eine Attacke mehrfach treffen kann? Und man mehrere Attacken braucht dafür? Eine gute Frage. So, Trainerchen da oben. Dich wollen wir besiegen. Nach Möglichkeit mit Vigibang. Warum außer dem Felshoch so geil ist, wir haben ja Granitstein. Was ziemlich geil ist. Ich habe mir gerade eine neue Strategie ausgedacht. Ah ja? Dann zeig sie doch mal. Vielleicht kann ich sie abkupfern. Ach, komm schon. Heute läuft ja alles total daneben. Total daneben, total. Vigibang ist gerade gar nicht so gut in der Situation drin. Das heißt, ich werde auswechseln. Und zwar werde ich auswechseln auf Schnitz. Möchte ich eventuell nach Möglichkeit noch entwickeln. Vor der Arena. Wäre nämlich ziemlich cool, weil die Arena ist eine normale Arena und ich habe schlechte Erfahrungen mit der Arena. Deswegen wäre ein Kampftyp gar nicht mal so uncool. Das heißt, Nitroladung! Hau weg das Ding! Hau weg das Ding und erhöhe deine Initiative um eine Stufe. Hau weg das Ding! Bam! Und erhöhe deine Initiative. Wegebänge erreicht Level 13 nebenbei. Kratzfurie. Naja, kann man wenigstens nicht reinnehmen. Gibt bessere Attacken. Kiesling. Na super, jetzt haben wir hier das Kieslinge vor uns stehen. Was uns nichts bringt. Deswegen hat Level 12 heißt, dass er noch kein Felswurf, das ist schon mal gut. Dafür hat es aber ekelhaft. Diese andere Sache. Die Kopfnuss. Die gefällt mir gar nicht. So komplett null. Das heißt, Legibank kommt raus. Kriegt natürlich erstmal einen Sandwirbel ab. Ist klar. Und dann machen wir im Gegenzug erstmal Silberblick. Weil es wird einige Krankenhiebe fressen. Seiner hohen Verteidigung und unserem niedrigen Angriff. Außerdem mache ich in dem Zug lieber Silberblick als Krankenhieb. Oh, es hat Härtner natürlich. Oh, Igitt. Drecksvieh, warum stirbst du nicht? Oh Gott.
dein Ernst jetzt? Okay. Okay. Matisse, du kannst irgendwas. Heuler kannst du machen. Mach du mal einen Heuler und setz den mal einen Angriff. Den kann ich nämlich nicht erhöhen. Jetzt müssen wir ein bisschen taktischer spielen hier wegen dem Scheißding. Oh Gott. Jetzt stell ich mir einer vor, das Ding hätte irgendwie ein Neutraltor. So. Oh Gott. Erhöhe ruhig deine Verteidigung. Ich greife ihn nachher speziell an. Aber ich senke deinen Angriff. Und das ist schon mal ein bisschen besser als seine blöde Verteidigung. Die interessiert mich gerade null. Absolut gar nicht. Ich denke mal, dreimal sollte reichen. Dann machen wir viermal raus. Ja, es macht weiter, diese blöde Sache. Eieiei, diese Kieslings, ey. Härtner! So, nach der Folge werde ich ja mal schauen, ob ich ein anderes Thema vorgeschlagen bekommen habe. Würde ich gerne nämlich was anderes hören, außer irgendwelche heiklen Themen, die mir nicht so unbedingt großartig, eher ins LP reinpassen. Wahnsinn, dieses blöde Kiesing macht nur noch Härtner. Heftig. Na dann, friss eine Glut. Und werde verbrannt. Nö. Tackle macht 3 Schaden, okay. Heißt, Kopfnuss dürfte 4 bis 5 Schaden machen. Juckt mich aber nicht. Und es macht 3 Schaden auch nur. Oh. Alles noch halb so schlimm. Außer es macht einen Volltreffer. Was ich jetzt nicht heraufbeschwören möchte. Aber ich hätte gerne ein Psycho-Pokémon im Team. Oder irgendwas Sinnvolles, was irgendwie, gegen Psycho unempfindlich ist. Und seine Strategie habe ich verstanden. Erhöhe deine Verteidigung so hoch wie geht. Oh, Arschloch. Arschloch. So ein kleiner Düsselgur. Ist dir irgendwas geschenkt? Nein, ich spiele lieber drinnen, muss ich sagen. Weil wenn ich draußen sitze und dann auf meinen DS schauen mag, ich sehe nichts. Ist viel zu hell. Ich mag lieber Dinge, die niemand kennt. Eigentlich wieder noch. Hey, gesunder Menschenverstand. Cool. Oh, sie hat ein Pokémon nicht bekommen. Tja, passiert halt in der Nuzlocke ab und zu. Und willkommen in Septerna City. Die Stadt, die für Blabla gemacht ist. Blablabla. Folgen wir noch im Sharon. Komm mir nach. Wenn du hier schnurstracks weitergehst, findest du das Pokémon Center. Oh, wenn wir gerade dabei sind, hier, vielleicht hilft dir das weiter. Eine Maronbeere. Vielen Dank. Gib diese Maronbeere einem deiner Pokémon und es wacht sofort wieder auf, wenn es von einem Gegner in den Schlaf gelullt wurde. Gelullt. Und jetzt noch ein kleiner Tipp. Die Arenaleiterin von Septerna City kämpft mit Pokémon vom Typ Normal. Wenn du mit Kampf-Pokémon gegen sie in den Ring steigst, hast du also eindeutig die Nase vorn. Oder mit Geistern. Hoho. Aber wenn diese blöden Normaltypen irgendwas können, dann ist es Biss. Fand ich eigentlich schon ganz cool, dass es eigentlich eine Normalattacke war, weil es macht Sinn, dass es eine Normalattacke ist. Ich meine, zu beißen. Was ist daran so unlichtig, hä? Hä? Ich erkenne auch nichts unlichtig. Knirscher wiederum, finde ich, ist eine unlichtige Attacke. Ja. Wollen wir mal schauen. Kurz noch nachschauen wegen Inventar. Bälle haben wir bis zum Abwinken. Tränke haben wir auch noch ein paar. Beeren. Adressbuch. Ja. Das heißt, wir sind dann so gut wie ready für die Arena. Oder aber wir gehen nochmal irgendwo anders hin. Und zwar wäre das dann, lass mich nicht lügen, hier drüben die Route entlang. Oder ist es eine Route?
in den ewigen Wald. Im nächsten Part aber erst. Wo ich dann noch irgendwas ansprechen wollte, von wegen Pokémon innen und außen fangen, weil es hat ja zwei, in Anführungszeichen, Abteile. Einmal innen und einmal außen. Also, wir sind momentan außen, es gibt noch den inneren Wald. Ob man dann pro Route jeweils ein Pokémon fangen darf oder pro Ort ein Pokémon fangen darf oder das insgesamt gilt. Ich wäre dafür, wenn beides separat gezählt wird, weil es ist doch ein ziemlich großer Bereich. Einmal vor, bevor man in die Arena reinkommt, kann man ihn besuchen oder einmal nachdem man in die Arena reingekommen ist oder rausgekommen ist aus der Arena für den zweiten Teil. Ich würde sagen, einmal innen, einmal außen zählt das für uns hier. Aber kann jeder für sich selber regeln, wie er mag. Aber ich würde sagen, ich bin raus erstmal. Und Frage der Folge würde ich einfach mal sagen, an der Stelle, wie steht ihr zu Vorurteilen? Da wir es ja ein bisschen angesprochen haben. Einfach nur so. Ich meine, wir haben es nur angeschnitten, nicht großartig besprochen, aber wie steht ihr zu Vorurteilen? Findet ihr, Vorurteile sind gut? Sind schlecht? Müssen sie sein? Oder müssen sie nicht sein? Schreibt es in die Kommentare, ich werde es mir durchlesen und ich kenne eine Person, die wird darauf antworten. Und das wird nicht unbedingt sein, aber hey, tut's einfach. Und im nächsten Part haben wir dann wahrscheinlich ein besseres Thema. Und zwar, wie wir diese verdammte Arena knacken werden, nachdem wir hier erstmal ein bisschen rumgesucht haben nach Pokémon. Yay. Also, ich bin raus. Bis dahin. Ciao, ciao.